Nachdem der DAX zuletzt deutlich unter Druck geraten ist, feiert er heute sein Comeback. Steigt wieder über die 7200-Punkte-Marke und das, obwohl es aufgrund eines Feiertages in den USA eigentlich gar keine richtigen Nachrichten gibt. Woran das liegt, das will ich heute wissen von Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, ist es beim DAX heute vielleicht so, dass er gerade deshalb steigt, weil es keine Nachrichten gibt? Ja, das kann durchaus gut sein, denn in der Vergangenheit haben wir oft immer nur schlechte Nachrichten bekommen. Da kann es ja auch mal eine gute Nachricht sein, wenn man gar keine Nachrichten bekommt. Aber es ist in der Tat so, wir sehen das immer wieder, wenn die Amerikaner nicht im Markt sind, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, sind die Umsätze insgesamt deutlich dünner. Das merken wir auch hier am deutschen Markt. Es ist tendenziell dann eher so, dass natürlich auch selbst kleinere Orders dann vielleicht schon mal den Markt etwas hin und her schieben. Und die Statistik zeigt auch oft, dass der Black Friday, der uns ja dann morgen ansteht, wo die Amerikaner traditionell dann in das Weihnachtsgeschäft dann auch sozusagen sich stürzen, oft dann auch mit freundlichen Börsenkursen einhergeht. Also vielleicht nimmt man hier auch schon einiges einfach nur vorne weg. Man muss allerdings ganz klar sagen, wenn wir auf unsere Anleger schauen, dann sehen wir, dass ein Großteil von denen sich immer noch etwas zurückhält. Wir sehen immer noch, dass vor allem die kurzfristig Agierenden unterwegs sind. Die allerdings nutzen diese Kurse von 7200 Punkten jetzt schon wieder, um Positionen abzubauen. Wir hatten einige, die wirklich das Glück hatten, so bei um die 7000 im DAX wirklich einzusteigen. Die realisieren jetzt wieder Gewinne, sind eher vorsichtig, ob der DAX dieses hohe Niveau denn überhaupt verteidigen kann. Schauen wir auf die Einzelwerte. Hier fällt in den letzten Tagen insbesondere Infineon auf mit einer sehr, sehr starken Performance. Woran liegt das? Ja, dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Zum einen hat Infineon jetzt so ein Sparprogramm beschlossen, denn man sieht für 2013 durchaus, dass die Chipindustrie oder die ganze Chip-Nachfrage durchaus, dass es da schwieriger werden könnte. Man will sich dafür wetterfest machen, hat ein Sparprogramm aufgelegt, will 100 Millionen einsparen, ohne jetzt allerdings Leute zum Entlassen und will somit eigentlich dieser erwarteten Nachfragerückgang so etwas ausgleichen. Und gleichzeitig sehen wir im Chart und wurde auch von Chartanalysten so kommentiert, dass so die Aktie im Bereich so um die 5 Euro so etwas wie einen Boden gebildet hat. Die Aktie konnte sich von diesen 5 Euro jetzt auch deutlich lösen. Ja, und das sorgt jetzt eben dafür, dass auch bei uns die Anleger so langsam wieder aufmerksam werden auf die Aktie und sagen, okay, da geht vielleicht was. Die Aktie hat Momentum gewonnen, wie die Chartanalysten das sagen. Also da ist ein bisschen Speed reingekommen in die Aktie. Deswegen sehen wir jetzt, dass viele eben trendfolgend hier auf Calls dann drauf setzen, dass dieser Trend noch ein paar Tage anhalten wird. Weniger rund läuft es derzeit bei Siemens. Hier gibt es Lieferprobleme. Ja, es gibt Lieferprobleme. Etwas, das vor allem vielen Bahnkunden wahrscheinlich auch gar nicht gefallen wird. Denn Siemens ist ein paar ICE-3-Züge schuldig. Die kommen nicht rechtzeitig. Es gibt Softwareprobleme. Das ärgert mit Sicherheit die Bahngäste, die sich vielleicht wieder auf Verspätungen einstellen müssen. Aber es ärgert natürlich vor allem auch Siemens, denn man ist die Züge eigentlich schon seit über einem Jahr schuldig. So lange wartet die Bahn schon darauf. Und interessant ist allerdings, das sind jetzt so die aktuellen Nachrichten, die reinkommen, die mit Sicherheit auch Siemens ein bisschen belasten, weil man auch nicht weiß, wann werden sie ausgeliefert, wie sind die Verträge, ist Siemens vielleicht irgendwo schadensersatzpflichtig oder wird vielleicht auch nur keinen Auftrag mehr von der Deutschen Bahn bekommen. Wer weiß es. Aber interessant ist, die Anleger haben schon vor ein, zwei Tagen eigentlich, also bevor diese Nachricht rauskam, auf sinkende Kurse bei der Siemens gesetzt. Das mag vielleicht auch den Grund haben, ich habe schon angesprochen, beim DAX ist man eher schon wieder etwas skeptisch. Das mag auch bei der Siemens so sein. Siemens ist mit die schwerste Aktie im DAX und wir haben durchaus einige Anleger, die nicht zum DAX greifen, sondern wenn sie der Meinung sind, dass der Markt vielleicht wieder ein bisschen runterkommt, dann das über ein Schwergewicht im DAX abbilden. Und so sehen wir eben seit ein paar Tagen Anleger, die eher von sinkenden Kursen bei der Siemens wieder ausgehen. Die haben natürlich jetzt heute durch diese Nachricht nochmal neue Nahrung bekommen. Der Blick in den Derivatehandel mit Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.